Grüß euch miteinander. Nicht alles ist abgesagt. Kennt ihr den Post, der in den letzten paar Wochen die Runde macht, geteilt wird auf sozialen Medien, wo auf Webseiten von Kirchgemeinden mehr und mehr vorkommt? Nicht alles ist abgesagt. Steht dort in einer Auflistung, Frühling sei nicht abgesagt, Sonne sei nicht abgesagt, Liebe sei nicht abgesagt, Lachen nicht, Lesen nicht, Netflix nicht. Der etwas unbeholfene Mutmacher will wie ein Gegengewicht sein gegen all das, was abgesagt ist worden und wird im Moment. Er will Hoffnung verströmen und positiv sein. Und jedes Mal, wenn ich ihn lese, ertappe ich mich dabei, dass er mir etwas auf den Geist geht. Warum? Das möchte ich euch mit ein paar Gedanken zum Karsamstag illustrieren. Zum Karsamstag passt der Post, der vor allem auf das Positive fokussiert, etwa so gut wie ein Cremeschnitt zur Intensivstation. Am Karsamstag ist Jesus im Grab. Und darum ist Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit und Trauer und Leere. Auch die biblischen Schreiber haben nicht viel geschrieben zum Karsamstag. Nicht viel passiert. Vielleicht, weil sie geahnt, es geht dort vor allem um Krisenstimmung und weil sie wollen vermeiden, eine Krise vorschnell zu deuten. Dafür hat es dort Platz. Der Karsamstag schluckt Lachen, Hoffen und Pläne und ist gleich leer. Er hat Platz für all den Frust, der aus abgesagtem heraus entstanden ist und entsteht. Für die geplatzten Osterferienpläne, für abgebrochene Sabbaticals, für verbotene Umarmungen. Der Karsamstag ist auch all das Seich, was sich in den letzten Wochen hat angehäuft, wie die Köder. All die Nähe in den eigenen vier Wänden, all die häusliche Gewalt, all die überforderten Homeschoolers und Homeofficers und Homelifers. Der Karsamstag gibt der Misere und der Krise ein Datum. Er gibt all denen, die nicht wissen, woher mit ihrem Frust und mit ihrem Leiden und mit ihrer Hoffnungslosigkeit einen Ort im Jahr. Und da dürfen sie sein, da stehen sie Schulter an Schulter zwischen Karfreitag und Ostern, zwischen Tod und Leben. Der Karsamstag gab der Krise, der Misere ohne Form. Wir hätten heute am Karsamstag die Osternacht gefeiert. Wir wären vom 9. bis 5. Uhr am Morgen zusammengekommen, hätten uns gegenseitig gestützt, wären um das Feuer gestanden, hätten eine Foodsafe-Suppe gegessen, hätten Leute mit einer Segensfeier in die Nacht begleitet. Wir hätten unseren Vater mit einem jungen Tambour aus Könitz performt,
hat er gesungen in der Nacht, hat ein Licht auf den Friedhof gedreht und das Licht schließlich ins Liebefeld, wo wir damit hatten, das Osterfeuer angezündet und die Auferstehungsfeier hat er gefeiert. Und morgen wäre der Karsamstag nicht nur vorbei gewesen, sondern auch etwas verwandelt dank dieser Osternacht. Das Jahr fehlt auch das. Die Osternacht ist das Jahr mehr ein Blutsdatum als ein Feier vom Dunkeln ins Licht. Und wir basteln uns hier mit diesem Sonntagsproviant eine digitale Krücke von einer Kirche, die eigentlich gar keine Kirche ist, weil dir alle fehlen. Die Osternacht ohne euch, die dabei seid, die mitfeiert, die mitredet und mit unterwegs seid vom Dunkeln ins Licht, ist keine Osternacht. Die Osternacht ist abgesagt. Morgen ist der Karsamstag vorbei. Morgen ist der Karsamstag gestern. Und damit gewinnen die, die Hoffnung machen wollen und positiv bleiben. Und denen möchte ich sagen, ihr habt schon recht mit eurem Post. Über all das, was nicht abgesagt ist. Über das Lachen, das nicht abgesagt ist. Und die Sonne und die Liebe und der Frühling. Ihr habt schon recht. Und es ist auch ein schöner. Aber er ist nicht ganz vollständig. Auch die Hoffnungslosigkeit von einer Mutter, die wegen ihrer Krebsdiagnose nur noch 3 Monate das Leben vor sich hat, ist nicht abgesagt. Die Atemlosigkeit von einer Nonno auf der Intensivstation im Tessin ist nicht abgesagt. Die lange Zeit von einer Lehrerin nach ihrer Schulklasse ist nicht abgesagt. Depression und Trostlosigkeit, die eine Kollegin mehr und mehr spürt, je länger die Corona-Krise geht, ist nicht abgesagt. Und die Verzweiflung von Flüchtlingen in der Hölle von Moria ist nicht abgesagt. Weil das Leiden auch zum Karsamstag gehört, braucht es jetzt, heute und hier noch ein Gegenwort. Ein Gegenwort gegen all die Misere und gegen all die Krise, gegen all die Hoffnungslosigkeit, die Trauer, die Hoffnungslosigkeiten. Ein Gegenwort, das wie ein Krisenproviant, ein Karsamstagsproviant kann sein. Gerade auch, wo ich glaube, dass eine Misere und gerade auch die Corona-Krise keinen tieferen Wert oder Sinn hat, den wir alle müssten krampfhaft suchen oder probieren zu finden. Es ist ein Wort, das von ihm kommt, der gewusst, was eine Krise ist. Von Dietrich Bonhoeffer. Er hat es geschrieben, in seiner Haft, 2 Jahre vor seinem Tod, 1943, im KZ Flossenbürg. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten.